Ja, willkommen, willkommen zurück bei Little Nightmares. Wir springen wieder direkt rein und spielen genau da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Jawohl, so tun wir das, nachdem es geladen hat. Ja, zur kurzen Erinnerung, in der vorherigen Folge sind wir aus der Horrorküche geflohen und jetzt geht es dann hier weiter. Zum Glück tragen wir einen Regenmantel. Schon ziemlich feuchte Angelegenheit hier. So. Okay, dann gehen wir mal hier wieder die Leiter nach oben. So, komm. Okay. Sieht aus wie ein Schiff, auf das gerade Personen gehen. Begeben sie sich auf eine Kreuzfahrt? Wo sind wir eigentlich? Sehe ich mich hier irgendwo? Ah, da bin ich. Okay. Coole Sache. Ziemlich uncool ist, dass ich jetzt. Okay. Das ging ja gerade noch. Dann krabbeln wir mal hier die Kette nach oben. Schauen nebenher den Leuten zu, wie sie auf das Schiff steigen. Oder vom Schiff runtersteigen oder zwei Schiffe irgendwie. Also so wirklich sehen, wissen tue ich es jetzt gerade nicht. Also auf jeden Fall irgendwie zwei Seefahrzeuge, so sieht es zumindest aus. Oh, wie süß, eine Möwe. Tschüss, Möwe. Okay, gehen wir hier mal wieder rein. Okay. Aha, da unten sind die Leute. Alle schon ziemlich wohlgenährt. Oder leidend an irgendwelchen Krankheiten, man weiß es nicht. Ja, ist halt so. Man denkt öfter mal, wenn man dicke Menschen sieht, dass sie einfach nur wohlgenährt sind. Aber manche Menschen haben tatsächlich auch ein krankheitsbedingtes Problem. Das sollte man niemals vergessen, wenn man solche Menschen sieht. So. Wir kümmern uns hier aber wieder weiter um unser Problem. Unser Problem ist, wir krabbeln durch ein Rohr. Durch ein Rohr auf ein Rohr. Okay. Na gut. Ah, wir kommen der Sache hier etwas näher, indem wir jetzt zuschauen können, wie diese Menschen sozusagen ihre Kajüten besteigen oder so, beziehen. Das Ganze hat so ein bisschen einen asiatischen Flair, was auch sehr gut zu der, ich sag jetzt mal, Geisha-artigen Dame da oben passt. Müssen wir da jetzt rein oder müssen wir noch eine Stufe weiter hoch? Okay, dann gehen wir mal hier rein. Okay. Eine kleine Vorhalle. Sieht es aus? Die
tragen auch Masken teilweise. Ah, nein! Du sollst doch nicht da runterspringen, Mensch. Gut. Wo war ich? Ja, manche von den Leuten da unten tragen also auch Masken. Vielleicht werden wir noch herausfinden, was es tatsächlich damit auf sich hat. Jetzt gehen wir hier aber erstmal wieder die Gegend erkunden, weil man weiß ja nie, was man vielleicht doch noch an versteckten Secrets, Easter Eggs oder sonstigem vielleicht findet. Aber hier scheint erst einmal nichts zu sein. Gut, dann schlüpfen wir mal hier rein. Oh oh. Okay, Pasteten, Fisch, Käse, Fleisch und Essgeräusche. Da liegen auch Brocken auf dem Boden. Kann man die aufheben? Kann man was mit denen anstellen? Nee. Ich könnte wetten, dass die das ziemlich ungeil finden, wenn die mich jetzt da sehen würden. Okay, hoch kann ich hier nicht. Kann ich mich irgendwie auf eine andere Art und Weise verstecken, weil jetzt da einfach so unvorbereitet in den Raum reinlaufen, habe ich eigentlich ne, nicht wirklich Lust, aber ich scheine wohl keine andere Wahl zu haben. Dann gucken wir mal, ob wir das schleichend hinter uns bringen können. Na, Mahlzeit. Also, ja. Oh. Damit. Ja, Mahlzeit. Lass es dir schmecken. Vor allem der, Regenmantel muss wirklich gut zu verdauen sein. Renn, 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 renn. Renn doch, renn doch, renn doch, renn doch. Jetzt spring. Wuhu. Oh. Meine Fresse. So ein Gierschlund hat einen Teller vor sich, hat einen ganzen Tisch voll fressen und will mich dann auch noch mampfen. Glaubt, der spinnt, hey. So, was geht hier für ein Film? Da könnte man auch wieder einer die Teller abräumen. Aber naja. Oh, ich ahne Grausamkeiten. Okay, gut. Auf wie geht's? Mitten rein in die Gefahr. Komm, schwing! Alter Schwede, hier geht's ja ab. Okay, möglicherweise vielleicht hier rein.
Da hängt eine Socke an dem Rohr. Ist auch eine sehr interessante Konstruktion mit diesen Rohren. Also wer da der Gaswasserinstallateur war, den möchte ich auch mal gern kennenlernen. Aber naja, gut. So. Das hilft uns jetzt aber. Ich komme hier nicht raus. Nein! Okay, cool. Der Stuhl war ein bisschen zu. Nah an der. Schon wieder mitten auf dem Tisch. Euer Ernst? Wir werden sowas von sterben. Sag dich's nicht. Mahlzeit. Kann's auch mal klappen, schön. Oh, es wird nicht besser. Wir nicht, wir müssen jetzt hier rüber. Aber es sieht fast so aus. Ja, Mahlzeit. Okay.
kranke Festgesellschaft. Meine Fresse. Angry Cook oder was? Also ich hatte das in einem der vorherigen Videos schon mal erwähnt. So Toiletten auf diese Art und Weise anzuordnen, finde ich ein bisschen ungeil, sagen wir mal so, ne? Wenn dir dann jeder zugucken kann bei dem, was du tust. Ich weiß ja nicht, ob das so unbedingt mega ist oder so. Ich persönlich würde sagen, not so geil. Frage ist, wie kommen wir hier wieder raus? Da ist wieder so einen coolen Schwamm. Kommen wir hier wieder raus. Ich würde sagen, na, die Türklinke treffe ich so aber nie, oder? Nee, 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 da ist sie nicht hoch genug. Das Waschbecken ist genauso hoch, warte mal. Das Ding hinstellen vielleicht wieder? Draufspringen? Nee. Dann klippt es mir weg. Komm, stell das mal dahin. Komm, spring doch mal drauf. Nee, dann springt es ja auch nicht drauf. Ah, okay. Ja, okay. Alles Roger. Nachdem wir ja jetzt nicht mehr verfolgt werden, können wir uns ja jetzt hier mal in Ruhe umsehen. Der hackt da irgendeine Scheiße klein. Ob zu dem will ich aber auch nicht rein. Will ich zu dem rein? Nee. Kann ich zu dem rein? Vielleicht. Hm.
Okay. Wo geht's? Ah, du hast einen Lampi. Okay. Können wir hier hoch? Ne. Okay, sieht aber auch nicht so aus, als könnten wir diesen Schalter bedienen. Der Hackepeter ist weg. Und das wollte ich nämlich wissen, ob ich den Schalter irgendwie bedienen kann. Aber es sieht wohl nicht danach aus. Dann gehen wir hier mal weiter. Nur der schläft hier wohl und ruht sich aus von seiner harten Arbeit. Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Renn, 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 renn. Renn! Renn! Renn doch, renn doch, renn doch, renn doch, renn doch. Renn! No! Okay, runter zu's. Okay. Dann auf ein neues. Renn, 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 renn. Komm, 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 komm. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Wie verfressen kann man eigentlich sein, dass man auf seinem Weg komplett alles niedermetzelt? Nein, 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 nein. Boah, sag mal. Okay. Ja.
Yes, wow, das war übel hardcore, meine Freunde, junger Vater hier. Ihr habt meine Tode gesehen. Ich habe mir gedacht, ich enthalte sie euch nicht vor. Ja. Wuhu! Sehr cool. Also das war bisher für mich jetzt wirklich der härteste Part in dem ganzen Spiel. Du kannst es schaffen, also. Wie kann man so hungrig sein, dass man schier. Also, man kann so hungrig sein, dass man verreckt, aber. Das dauert ein paar Tage. Hallo? Wie wär's mit die Wurst essen und nicht den. Ja, alles klar. Ey, Mädel, du hast doch echt nicht mehr alle Verschleuder, hey, ohne Witz. Also, so du überhaupt ein Mädel bist, aber ich bin immer noch dafür, dass du ein Mädel bist. Also, okay. Gnomen ermordet. Wurst liegen gelassen. Das war eigentlich nicht der Plan, aber jo. Kann man mal machen. Okay. Hier sein, glaube ich. Ja, ich weiß, das sage ich an so Stellen öfter. Weil the lady is a little creepy. Safety first.
Okay. Ja. Dem Fressgelage entkommen, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin immer noch nicht drüber weg. Okay, ich dachte, was sie steht da, aber es ist nur eine Schaufensterpuppe. Okay. Können wir mit der Kommode irgendwas anstellen? Ja, komm. Komm, hoch. Hoch. Ne. Schade. Hier. Jetzt hier hinten eingequetscht oder was? Na gut. Also sieht nicht so aus, als könnten wir hier irgendwas machen, deswegen gehen wir jetzt hier mal die Tür mit einem Schlüssel, okay. Nach oben wollte ich eigentlich sagen. Das Bild ist zugehängt. Warte mal, kann man das. Warte mal, wir gehen mal hier die Treppe hoch. Nee. Warum ist das Bild zugehängt? Mal abgesehen davon, dass die ganzen Kameras anzünden. Auch nicht. Mal abgesehen davon, dass die ganzen Bilder hier irgendwie nur aus Augen bestehen. Ja, der Gesang macht es nicht besser. Der Uhr irgendwas anstellen? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Okay. Ja, schleichen mal besser. Jetzt habe ich doch tatsächlich vor lauter Aufregung vergessen, das Mikrofon in Reichweite zu stellen. Ich hoffe, ihr habt mich trotzdem gehört. Da steht auch noch mal so eine Figur auf dem Spiegelschränkchen. Die scheint wohl ein bisschen in sich selbst vertieft zu sein. Was gibt's hier unterm Bett? Nix. Was gibt's hier unter dem Schrank? Auch nix. Da sind wieder irgendwelche Bilder, die zugehängt sind.
Okay. Ja. Wobei die Animation zwar auch ziemlich cool ist, aber das verhält sich jetzt eher wie so ein bisschen ein Wasserbett. Aber ich meine, hey, vielleicht ist die reich, vielleicht hat die ein Wasserbett. Wer weiß das schon? Okay. Upsi. Ah, da ist der Schlüssel. Mal den Krapschen. Kommst du oder kommst du nicht? Also ich meine, wenn bei mir in der Wohnung irgendwas umfällt und zerdeppert, dann gehe ich mal gucken, aber vielleicht hast du auch keine Lust. Sie ist auf jeden Fall jetzt weg. Okay, dann gucken wir mal, ob wir noch schnell hier die, ups, die Puppe auf dem Schrank auch noch zerdeppern können, wenn wir schon dabei sind, hier alles durch die Gegend zu schmeißen. Dann können wir das auch noch voll machen. Gut, okay. Garantiert wartet sie irgendwo auf uns. Hundertprozentig. Ja, bis jetzt aber nicht. Also, jetzt scheint wohl alles relativ coolio zu sein. So, okay. Ein weiterer Raum mit noch mehr. Ich hatte die Tür absichtlich offen gelassen. Außerdem ist hier kalt, wie es scheint. Wieder lauter Klamottenpuppen. Schaufensterpuppen. Okay. Dann habe ich zwar keine Ahnung, wo wir hin müssen und was wir tun müssen, aber wir müssen uns beeilen bei dem, was wir nicht tun können. Okay. Verstanden, verstanden. Verstanden, okay. Also gut. Das schaffen wir. Das kriegen wir hin. Los, komm, Speedy, komm. Okay. Aber die ist bestimmt immer noch hinter uns her. Noch mehr Schränke, noch mehr kaputte Spiegel. Jetzt eine Treppe hoch. Noch mehr Schaufensterpuppen.
Okay. Jetzt gibt's hier noch mehr Riesenaugen in irgendwelche Holzgemälde, Holzwände eingeschnitzt. Hier auf dem Ding ist nichts. Hier vorne ist auch nichts. Okay. Bevor wir jetzt da reingehen, gehen wir hier hinten. Noch mal kurz gucken, ob es hier hinten noch irgendwas gibt. Nee, irgendein alter Sessel. Nix. Nix wirklich Interessantes. Okay. Gut. Ah! Den Raum hatten wir gesehen, als wir in diesem komischen Kameraraum umhergespechtet sind. Okay. So ein Spiegel in der Hand oder was auch immer es ist. Ich vermute, es ist ein Spiegel. Und was kann ich damit jetzt tun? Außer mich selbst angucken. Aha. Okay. Warte mal, kann ich? Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht Spiegel und Feuerzeug gleichzeitig anmachen. Schade, weil in dem Raum ist es pretty dark. Kann mir irgendjemand sagen, was ich tun muss? Some help. Was muss ich tun? Und wie muss ich es tun? Okay. I must go to the light and then heb den Spiegel auf, los. Scheiben. Jo, alles klar. Nein! Du sollst doch den Spiegel nicht wegwerfen, Mensch. Little girl. Thank you.
Oh. Komm schon. Ups. Okay. Die hat jetzt Hunger und die andere liegt da oben und ist halber, jo. Halber he. Okay. Wow, ziemlich cool. Cool gemacht. Gefällt mir. Okay. Okay. Sieht so aus, als würde ich denen ihre Lebensenergie irgendwie rausziehen. Absolut cool.
nur für diejenigen, die sich wundern, ja, man sollte diesen Abspann durchlaufen lassen, denn danach kommt tatsächlich noch eine kleine Sequenz. Weiß ich daher, weil ich dieses Spiel aufnehme zu einem Zeitpunkt, an dem es schon eine ganze Weile draußen ist. Ja, und ich würde kurz die Stelle hier auch nutzen, um mich jetzt schon mal von euch zu verabschieden. Schaut den Clip ruhig noch zu Ende. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich euch die DLCs von Little Nightmares vorstellen werde und mit euch gemeinsam spielen werde. Denn das gibt dann mein nächstes Projekt, das Spielen der DLCs. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und ihr könnt mir gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt von Little Nightmares haltet, was ihr von meiner Art, Let's Plays durchzuführen haltet. Ja, meldet euch, schreibt mir. Ich meine, ihr habt ja Glück. Ihr könnt dann nachher, wenn der Abspann läuft, ein wenig vorspulen. Ich muss jetzt hier, muss, kann, darf, sucht euch aus, hier sitzen und mir das alles ansehen. Ich meine, den einzigen schönen Vorteil, den die Sache hat, ist, dass man auch mal sieht, wie viel Arbeit und wie viele Menschen hinter so einem Projekt stellen. Und ich muss auch sagen, die Musik ist jetzt auch gar nicht so furchtbar, dass man sie abschalten müsste. Also im Gegenteil, ich genieße es gerade eigentlich sehr.
Genau. Womit jetzt natürlich auch die Frage beantwortet wäre, nein, es ist kein Schiff, es ist eine Art schwimmende Insel. Sehr, sehr cool. Gut, aber nun verabschiede ich mich tatsächlich und hoffe wirklich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, seid doch auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ansonsten könnt ihr gerne dieses Video liken, meinen Kanal abonnieren oder auch weitere Videos auf meinem Kanal ansehen.